Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist eine neue Box bei mir angetroffen und zwar hat mir Tarot-Oasis die Tarot-Box wieder zugeschickt. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Tarot-Box ist eine Box von tarotoasis.de. Genau, da habe ich schon die letzte Box vor zwei Monaten auch bekommen, was ich richtig cool finde. Die kostet 29 Euro. Das hier ist jetzt die Edition März-April. Die ist aber schon ausverkauft. Guck einfach mal in den Link in die Infobox und melde dich am besten zum Newsletter an, weil dann kriegst du die Information, wann die nächste Box rauskommt, sprich die Mai-Box, also die Mai-Juni-Box. Und jetzt habe ich hier, wie gesagt, die März-April-Box Be Wild. Ja, das muss man wirklich sagen. Die Bienen kommen wieder. Finde ich richtig cool. Noch suchen sie so ein bisschen Nahrung und es ist noch nicht so viel da, weil noch nicht so viele Blumen blühen. Ja, ich glaube, dafür sind sie da, ne? Genau. Es wird aber immer mehr und so langsam fängt auch alles an, bunt zu werden. Die Blumen kommen. Ja, die Rosen noch nicht so richtig, aber es kommt alles so langsam, auch bei uns im Garten. Da bin ich jetzt auch echt die ganze Zeit, weil das Wetter auch so schön ist. Und so langsam, ja, kriegt man die Frühlings-Vibes, ne? Ich finde es so, so schön. Und ja, ich bin wirklich sehr positiv überrascht gewesen von der letzten Box. Und dementsprechend gespannt bin ich auch, was sich in dieser Box verbirgt. Und in diesem Video wird es auch eine Verlosung geben. Nicht von Tarot-Oasis oder der Tarot-Box, sondern etwas anderes. Also bleib einfach dran und lass dich überraschen. Das Design von der Box finde ich schon mal richtig schön. Also das ist ähnlich wie dem, wie das Design, was die Tarot-Box Rückenwind, glaube ich, letztes Mal hatte. Und ja, wir haben hier eine Lady, die Tarot-Box im Kopf hat und wo ganz viele liebevolle Details einfach drumherum sind. Schmetterlinge und Blumen und hast du nicht gesehen, Herzchen. Ach Mensch, das ist total schön. Es ist halt so richtig frühlingsmäßig. Und jetzt mache ich mal die Box auf. Und hier haben wir ein Seidenpapier, was ich einmal öffne. Ich benutze tatsächlich die ätherischen Öle auch sehr, sehr gerne für Massagen und für die Wäsche. Genau, weil da habe ich ja meinen Waschball, wo ich ja einfach ätherisches Öl reinmache, einfach so für den Duft. Und mein Freund hat auch jetzt gerade in Anwendung die Weihrauchcreme für den Körper, die letztes Mal auch mit drin war. Oh. Genau, wir haben hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist und den ersten Blick in die Box. Und ich bin so gespannt, weil die haben halt auch immer so ein Duftset, sage ich mal, mit drin. Und ich glaube, das hier ist das Set, oder? Weiß ich nicht. Baldini bei Tarot-Oasis, Be Wild. Wir geben den Bienen die Wildblumen zurück. 1 Euro pro Set geht ins Be Wild Wildbienenprojekt. Oh, richtig toll. Richtig, richtig toll. Ist das nicht hübsch? Das will man gar nicht aufmachen. Wir haben hier, das habe ich tatsächlich schon, diesen Duftstern. Das ist hier in so einer kleinen Blechdose drin. Das kannst du dann quasi auch super mitnehmen zum Reisen oder wie auch immer. Da ist ein Speckstein mit einem Stern drin. Das steht auch bei mir tatsächlich aktuell am Bett. Aber den Duft habe ich nicht. Das hier ist der Duft Träumschön und das ist mit Lavendel, oder? Nee. Da ist nur Lavendel abgebildet. 100% Naturduft aus reinem ätherischen Öl mit Orange, Ylang Ylang, Benzoe und Vanille. Okay, nee, den habe ich noch nicht, den Duft. Ich glaube, ich habe den Orangenduft am Bett. Oh, das riecht richtig angenehm. Oh. Oh, mag ich gerne. Das ist toll. Also den Duft werde ich auf jeden Fall gerne verwenden. Das ist richtig klasse. Ich mag das nämlich gerne, wenn ich so ein bisschen leichten Duft über dem Bett habe oder am Bett habe. Und dann kann ich einfach besser schlafen. Ich weiß nicht, ich bin ja auch so jemand, ich neige wirklich zu Kopfschmerzen. Als ich noch die Pille genommen habe, war das wirklich intensiv. Also mit der Migräne und so weiter war das wirklich, wirklich heftig. Seitdem ich die abgesetzt habe, ist es Gott sei Dank nicht mehr so schlimm. Aber solche Düfte, die machen bei mir die Kopfschmerzen eher weg. Als, ne? Manchmal hat man ja auch das Düfte Kopfschmerzen fördern, aber das hier macht das bei mir eher weg, weil mich das so entspannt und runterholt von was auch immer gerade so passiert ist vorher. Sehr, sehr geil. Aber dass 1 Euro pro Set auch noch gespendet wird, finde ich richtig klasse. Übrigens, den Toner, den habe ich auch in Anwendung, das Rosenwasser. Das ist kurz vorm Leergehen gerade. Leider. Und hier habe ich in einem ähnlichen Flakon Zitrusgarten Bio Raumspray. Erfrischend und belebend.
Und das scheint irgendwie so mit Zitrone und Grapefruit zu sein, wenn ich das richtig sehe. Aber wir haben ja eben schon gesehen, dass die Düfte, die hier abgebildet sind, nicht unbedingt dann drin sind, oder? Eine angenehme, frische Brise kommt über das blaue Meer, das leise Rauschen der Wellen dringt gerade noch an meine Ohren. Ich liege in meinem Zitrushain, umhüllt von spritzig frischen Aromen, die mich stimulieren, wach und etwas übermütig machen. Umhülle dich mit der Reinheit und Kraft natürlicher ätherischer Öle, ideal auch für unterwegs. Erfrischende Duftkompositionen mit Bergamotte und Grapefruit aus 100% naturrein ätherischen Ölen und Alkohol aus zertifiziertem Bioanbau. Mega schön und das werde ich doch jetzt hier mal testen. Sehr zitrisch. Oh, das hat was von Sprite. Es riecht gut. Oh, angenehm. Ja, wir haben zwar, also unser Hund stinkt jetzt nicht irgendwie, aber es ist manchmal gar nicht so verkehrt, wenn der Raum dann doch etwas frischer riecht, als er riecht. Um das mal so zu sagen. Und ja, da kommt sowas, glaube ich, ganz gut. Also das werde ich bei uns ins Wohnzimmer stellen. Und dann kann man mal so ein bisschen sprühen und dann hat man einen schönen Duft. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Jetzt gerade, wenn es auch so Richtung Frühling, Sommer geht und sowieso alles sehr, sehr warm ist, dann habe ich solche Düfte gerne im Raum. Ich habe die nicht unbedingt gerne auf den Haaren oder am Körper, aber im Raum habe ich das eigentlich ganz gerne. Cool. Als nächstes haben wir hier Calendula Körperöl für die Schönheitspflege und Aromamassage. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch so ähnlich schon mit drin. Das ist dieses Produkt, das ist ein Körperöl und da kannst du diese ätherischen Öle mit reinmischen, um da so eine richtig schöne Aromamassage von zu machen. Taoasis Calendula Körperöl ist ein kostbarer Auszug aus den Blüten der Ringelblume. So wird ein hautfreundliches Gesichts- und Körperöl gewonnen, das sich bestens zur Pflege der empfindlichen Baby- und Kinderhaut eignet. Ach, guck mal, für Babys. Da kann ich mir... Doch, das werden wir dann dem Neffen von uns schenken. Dem Sohn von der Schwester von meinem Freund. Hat so keinen starken Duft, aber ich rieche jetzt gerade eh nur das Raumspray. In diese Aromamassage kannst du dann die verschiedenen Öle mit reinmachen. Und das finde ich von Taoasis echt süß. Die machen hier dann auch wirklich in diese Boxen die verschiedenen Düfte hier mit rein, dass man das da auch direkt mit kombinieren kann. Und das finde ich super. So kann man sich wirklich einmal komplett durch die Duftwelt von Taoasis durchprobieren. Das ist hier einmal der Orangenduft. Und wenn man möchte, kann man sowas natürlich dann auch in den Wäscheball machen. Das riecht wirklich, wirklich natürlich nach Orange. Super angenehm. Zum Würzen und Aromatisieren von Speisen, Getränken und Räumen. Das finde ich halt auch so cool. Auf manchen von diesen Ölen steht drauf, dass du es auch wirklich über Getränke und Speisen geben kannst. Heißt, du kannst dir das einfach in dein Wasser reinmachen und kannst dir dadurch so ein etwas leckereres Wasser machen. Finde ich cool. Dann haben wir hier Zitrone. Auch das kannst du in Getränke und Speisen auch reinmachen. Cool. Und auch Oregano kannst du dafür verwenden. Ist es nicht herrlich, dass eine 30-jährige Frau den Kinderverschluss nicht aufkriegt? Ich krieg's nie auf. Also selten, also manchmal, aber nicht immer. Ich krieg's nicht auf. Schatz, help! Nein, ich will das selber schaffen. Jetzt musste mein Freund mir doch helfen. Ja, das riecht auch super angenehm nach Oregano. Wir haben Oregano auch bei uns im Garten und das riecht genauso. Manchmal muss ich den ja auch ein bisschen schneiden, weil das ist schon eine sehr breite Pflanze mittlerweile geworden. Ich habe das so eine ganz kleine Topfpflanze habe ich davon gekauft. Ich glaube tatsächlich sogar im Rewe, also diese, ne, die du eigentlich kaufst, um damit zu kochen. Aber ich habe es eingepflanzt und das ist so ein Wusch-Ding geworden. Also das ist wirklich riesig und blüht halt auch und alles richtig geil. Glaube ich, blüht der? Oder war das nur der Rosmarin? Ich weiß nicht. Ich glaube, der blüht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall riecht das genauso, wie wenn ich dann halt da gerade am Unkrautzupfen bin oder wenn ich das halt zurechtschneide oder so. Mega. Dann haben wir hier drin Lavendel aus Detmold Aroma Roll-On. Das ist so ein beruhigendes Öl. Das kann man sich auch einfach so, ja, auf Arbeit vielleicht nicht unbedingt, weil dann schläfst du vielleicht ein oder bist ein bisschen zu beruhigt. Wenn du so ein bisschen nervösen Zustand hast oder so. Das habe ich manchmal, dass einfach
ich weiß nicht warum, aber auf einmal so innere Nervosität bekomme ich dann einfach, ne? Und dann hilft mir sowas auf jeden Fall, das kann ich mir auch gut vorstellen. Bislang habe ich das wirklich mit richtigem Lavendel gemacht, weil der blüht hier auch bei uns, wenn er blüht, also jetzt aktuell fängt er halt wieder an. Und das finde ich cool. Das wäre dann halt mein Lavendelstrauch to go. Funktioneller Roll-on zur aromakosmetischen Anwendung. Demeter Lavendelöl aus Detmold in Verbindung mit hochwertigem Demeter Jojobaöl pflegt und entspannt. Bei Bedarf dünn auf Schläfen, Nacken, Solarplexus und Fußsohlen abrollen. Ja, also ich mache mir sowas dann gerne hinters Ohr. Schläfen, Nacken. Ja gut, im Nacken könnte man das auch machen, das ist aber bei langen Haaren ein bisschen blöd. Fußsohlen ist ein bisschen weit weg. Lavendel beruhigt aber halt auch in dem Sinne, glaube ich, die Muskeln. Und deswegen macht das definitiv Sinn. Und Lavendelduft ist gut gegen Spinnen. Also jeder, der Angst hat vor Spinnen, stell dir eine Lavendelpflanze irgendwo hin. Dann hast du da keine Sorgen mehr mit. Hier habe ich etwas, was ich richtig klasse finde, denn wir haben bei uns im Garten einen so einen Abschnitt, also das ist nicht klein, das ist, weiß ich nicht, ungefähr die Hälfte von diesem Zimmer. Ja, das Zimmer hier ist auch relativ klein, egal. Auf jeden Fall ist das so ein ja, da streuen wir halt immer so Streublumen rein. Und dieses Jahr hätte ich mir jetzt eigentlich eine neue Blumenmischung kaufen müssen, aber aktuell ist es mit dem Weggehen immer ein bisschen schwierig. Und online sind die so dermaßen überteuert, das fand ich dann doof. Und hier habe ich aber Bienenweide Saatkugeln mit drin. 4 Saatkugeln für eine buntere Stadt. Nicht nur das. Ha! Werfe die Kugeln dahin, wo bunte Blumen vermisst werden und wachsen können. Nach wenigen Wochen entstehen blühende Inseln, darüber freuen sich auch Bienen und andere nektarsuchende Insekten. Falls möglich, die Saatkugeln leicht auf die Erde andrücken und bis zum Keim regelmäßig feucht halten. Jo. Pflanzzeit April bis Juli, alles klar, wird morgen direkt gepflanzt. Ein Blüherfolg ist abhängig von Bodenbeschaffenheit und Klima. Ja, und das ist halt wirklich eine super Geschichte für die Bienen, weil die Bienen und die ganzen Insekten haben echt ein Problem aufgrund der ganzen Monokulturen und der Steingärten, die es einfach nur mal gibt. Hier bei uns ist es eine super Geschichte. Wir haben im Prinzip auf der Seite vom Haus einen Wald, also ein bisschen entfernt, aber der ist da. Ich kann ihn von hier aus quasi sehen. Genauso auch auf der Seite vom Haus, da kann ich den auch sehen. Also das sind die Wälder auch, wo ich mit Sammy Gassi gehen kann. Und unser Nachbar, der 2 Häuser weiter wohnt, auf die Seite tatsächlich, ist Hobby-Imker. Also der lässt sich dann quasi von einem Imker ein Bienenvolk hinstellen auf sein Grundstück, damit die Bienen halt ausfliegen können, Honig produzieren können und leben können. Und da wir einen Teich haben und in der Einflugschneise von Wald zu Wald liegen, fliegen die halt immer bei uns übers Grundstück. Das ist so eine kleine Win-Win-Situation. Die können bei uns am Teich hinkommen und da dann halt trinken, bestäuben dann aber gleichzeitig halt auch die ganzen Blumen, die hier so sind, die ganzen Früchte, also wir haben ja auch Beerensträucher und so weiter. Deswegen wächst und gedeiht bei uns alles richtig, richtig gut. Und ja, ne? Jetzt mache ich denen auf jeden Fall nochmal eine Wiese. Das werden die dann zusätzlich noch bekommen. Finde ich großartig. Ich mag diese Idee sowieso, ne? Dass man halt die Innenstädte auch ein bisschen bunter macht. Das ist natürlich ein bisschen frech, wenn du so eine Kugel einfach irgendwo hinschmeißt. Aber naja, das sind halt so Kugeln, die dann, ich glaube, so in irgendeiner besonderen Erde jetzt schon hier so ummantelt sind, ne? Damit die Samen, die da drin sind, auch gut geschützt sind. Ich würde jetzt gerne wissen, für wie viel Quadratmeter das reicht, damit ich weiß, Tonpulver ist drum, siehste? Wusste ich doch. Für wie viel Quadratmeter das ist, damit ich weiß, wie viel ich da jetzt machen muss. Das steht hier so nicht drauf, leider. Egal, vielleicht packe ich einfach alle 4 da in dieses in dieses Beet, ich weiß es nicht. Doch, ich denke schon. Ja, komm, was geht, das geht, ne? Dann kann das ordentlich explodieren und ja, ich mag das. Diesen Wildblumen und so. Sieht einfach schön aus. Okay, das letzte Produkt, was wir hier drin haben, ist von Meditao. Das ist halt auch genau die Maske, die mein Freund gerade in Anwendung hat. Diese Weihrauchcreme, die er übrigens sehr gerne mag. Der Rosenbalsam, sanfte Pflege für Haut und Narben. Das ist das hier. Also ich denke, dass du das halt auch einfach für den Körper verwenden kannst, ne? 100% naturreine, besonders milde ätherische Öle wie Rose, Lavendel und Rosengeranie pflegen und besänftigen zusammen mit Bio-Wildrosenöl und Bio-Shea-Butter auch gereizte Haut und unterstützen sie bei der Regeneration, auch zur Pflege von Narben und Altersflecken. Zu pflegende Hautbereiche dünn mit dem Balsam bestreichen und sanft einmassieren. Ja, definitiv halt für den Körper, ne? Also ich denke, du kannst sie tatsächlich sogar von Kopf bis Fuß verwenden. Mega. Oh, die ist hier schon gebrochen. Aber das passiert, ne? Es ist ja aktuell so viel los hier mit dem ganzen Postgedöns. Dementsprechend ist es alles in Ordnung. Und das ist so eine festere Geschichte. Nee, das hatte ich, glaube ich, sogar schon mal in klein. Ja, und habe mir das auf die Füße gegeben und das war traumhaft. Oh ja, genau das hatte ich schon mal.
habe ich, glaube ich, von Marion gekriegt. Trisanat Handler. Ich glaube schon, oder? Hattest du mir nicht so ein kleines Pöttchen mal mit reingelegt? Und jetzt habe ich das als großen Tiegel. Finde ich super. Wie gesagt, das ist ein bisschen fester. Ich habe jetzt aktuell noch eine Fußcreme offen, deswegen mache ich das jetzt nicht auf. Das war zum Verteilen etwas schwierig, weil es halt eine etwas festere Geschichte ist. Aber sie wird definitiv wieder verwendet. Mega war die. Die hat meine Füße schön weich gemacht. Doch, Altersflecken habe ich jetzt nicht irgendwo. Noch nicht. Aber ja, Narben habe ich definitiv einige, auch an den Füßen. Und dann ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn man da dann halt mal so ein bisschen Pflege noch mit beipackt, war. Was eine coole Box, das muss ich wirklich sagen. Also, ja, der Inhalt hat mir wirklich gut gefallen. Es war abwechslungsreich, es hat richtig Spaß gemacht. Man hat schöne Düfte, die einfach einen auch so ein bisschen auf eine Reise mitnehmen. Ja, ich sag mal, die Reise in den Frühling. Ja, keine Ahnung. Ich fand das schön. Mir hat die Box wirklich gut gefallen. Vielen, vielen Dank an das liebe Box von Tauoasis, dass ihr mir diese coole Box wieder zukommen lassen habt. Richtig geil. Wird alles seine Anwendung finden. Und in diesem Video möchte ich gerne diese BH Cosmetics Lidschattenpalette verlosen. Das ist Afternoon Rendezvous 16 Colors Eyeshadow Palette. Diese hier ist das. Und alles, was du dafür tun musst, ist, dass du mir ganz einfach unten in die Infobox irgendeinen frühlingshaften Smiley, Emoji, was auch immer reinmachst. Irgendwas, was einen auf die Reise in den Frühling mitnimmt. Ja, das wäre ganz cool. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!